Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid hier genau richtig bei der Online-Frühlingsakademie der Linken. Mein Name ist Nadja Scharabi. Ich arbeite für die Rosa-Luxemburg-Stiftung im internationalen Bereich und bin da tätig als Klimareferentin bzw. Referentin für internationale Klimapolitik. Das heißt, ich beschäftige mich viel mit den internationalen Klimaprozessen, unter anderem der Vereinten Nationen, aber eben auch viel mit den ganzen Bewegungen, die überall auf der Welt so unterwegs sind. Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Zoom, aber auch bei YouTube und freue mich natürlich, wenn ihr unseren kleinen Talk hier mit euren Freunden auf Facebook teilt, damit möglichst viele Leute dran teilnehmen können. Das Thema heute lautet ja nach der Klimakrise, wie sieht eine ökologische und solidarische Gesellschaft der Zukunft aus? Nach der Klimakrise, ist das überhaupt möglich? Eine wichtige Frage. Wenn es möglich ist, wie sollte die Gesellschaft dann aussehen? Genau das wollen wir diskutieren und ich freue mich, dass ich darüber sprechen kann mit Clara Meyer. Clara ist Aktivistin von Fridays for Future. Und mit ihr spreche ich über diese Fragen, sowie mit Lorenz Göster-Beutin, unserem klima- und energiepolitischen Sprecher in der Bundestagsfraktion, also auch von der Linken. Vom Ablauf her würde ich einmal kurz erklären, wie es abläuft. Also Clara, Göster und ich, wir sprechen erstmal miteinander. Ihr könnt uns zuhören. Ihr könnt aber parallel auch im Chat Fragen stellen. Nutzt den kräftig. Wir werden anschließend aber auch eure Fragen aus dem Chat aufnehmen und ich werde die Fragen an die beiden Referentinnen oder falls auch einer an mich kommt, an mich selber weitergeben, sodass wir dann euch da auch noch mit reinholen können. Insgesamt könnt ihr es aber natürlich auch nutzen, um miteinander zu sprechen. Wir haben ungefähr geplant, 90 Minuten miteinander zu reden. Wenn es aber super spannend ist, können wir sicherlich auch noch ein oder zwei Minuten beziehungsweise ein paar Minuten hinten ranhängen. Ich hoffe, ihr habt so viel Zeit mitgebracht. Ich glaube, es wäre total gut, wenn wir vielleicht einmal kurz erstmal einen Bestand aufnehmen, wo wir stehen aktuell bezüglich der globalen Klimakrise. Es ist ja total klar und ich würde sagen, spätestens die Proteste der Fridays for Future im letzten Jahr haben es uns allen bewusst gemacht, dass die Klimakrise nicht mehr irgendwas Abstraktes ist, was weit weg ist, sondern dass es die Menschheit weltweit bedroht. Und irgendwie ist es inzwischen auch etwas geworden, was hier in Deutschland spürbar ist. Hitze, Sommer, die Jahreszeiten sind durcheinander geraten, die Wetterextreme werden immer größer, es plötzlich regnet es kein Tropfen mehr im April, dafür schneit es nicht mehr im Winter und gleichzeitig kommen Massen an Wasser in Süditalien zum Beispiel runter. Andererseits ist es ja so, dass die Auswirkungen der Klimakrise überall auf der Welt spürbar sind. Es sind ja in erster Linie die Orte auf der Welt, nämlich die im globalen Süden zum Beispiel. Also ich denke da an den steigenden Meeresspiegel, der ganze Inseln versenkt, zum Beispiel im Pazifik. Oder auch die Menschen, die im Delta, in den Flussdelten von Bangladesch leben, die ihre Heimat verlassen müssen. Sprich, die Klimakrise schlägt da am stärksten zu, wo die Menschen eigentlich am wenigsten beigetragen haben, dass wir da sind, wo wir sind, in dieser messy situation, wie ich es nennen würde. Gleichzeitig ist die Jugend überall auf der Welt auf die Straße gegangen. Erstmal großen Respekt dafür, vielen Dank. Es ist höchste Zeit und die Politik hat den Ruf gehört. Ich habe es letztes Jahr erlebt auf den internationalen Klimaverhandlungen. Greta Thunberg durfte dort sprechen. Es wird immer wieder gesagt, hey, wir hören euch, es ist total wichtig, was ihr macht. Und gleichzeitig, sorry, aber was da in Madrid auf der Klimakonferenz beschlossen wurde, geht weit hinter das zurück, was wir eigentlich brauchen. Gleichzeitig erleben wir eher, dass viele Regierungen, viele Staaten sich viel mehr dafür einsetzen, was ihre nationalen Wirtschaftsinteressen sind. Und insbesondere auch die Länder im globalen Norden halten gerade dann zusammen, wenn es da wirklich ums Eingemachte geht und es darum geht, dass sie zum Beispiel ausreichend Klimafinanzen auf den Tisch packen. Aber auch hier in Deutschland, trotz der Proteste, Millionen waren auf der Straße letzten September. Und was hat die Bundesregierung serviert? Ein Klimapäckchen. Corona und wie wir sehen,
sozusagen das Vermögen der Bundesregierung, jetzt doch akut schnell Geld zu mobilisieren und auf eine Krise zu reagieren, wäre ja eigentlich eine Chance. Aber irgendwie wird die vielleicht verpasst, weil es dann doch wieder getan wird, dass es größere Interessen gibt, wichtigere Interessen als die Krise, die eigentlich die gesamte Menschheit bedroht und eben inzwischen auch uns hier. Und man wundert sich. Deswegen würde ich gerne erstmal von Clara, von dir hören, wie bist du eigentlich zu Fridays for Future gekommen? Das letzte Jahr muss super intensiv gewesen sein. Wie war das für dich? Aber was hat dir auch Mut gemacht? Was hat dir besonders gefallen? Erzähl doch mal. Oh, die Geschichte, wie ich zu Fridays for Future gekommen bin. Okay, also meine Themen waren, als ich jünger war, immer Feminismus und soziale Gerechtigkeit gewesen. Klima war immer so ein Thema, so sehr weit weg. Und es schien mir wie so ein Thema, das so überwältigend und so wenig greifbar und wo ich so selber so ohnmächtig war, dass ich versucht habe, es so total an den Rand von meinem Bewusstsein zu drängen. Und dann hat eine Freundin in der 11. oder in der 10. 2 Monate komplett plastikfrei gelebt und hat das dann auch komplett durchgezogen. Und ich dachte, krass, das finde ich mega beeindruckend. Und habe das dann irgendwie versucht zu imitieren und war nicht ganz so erfolgreich, aber habe auch versucht, Plastik zu reduzieren. Irgendwann habe ich umgeschaut und dachte, ich versuche eigentlich gerade alleine die Welt zu retten. Niemand in meinem Umfeld macht das. Die Politik zieht überhaupt nicht mit. Das kann doch nicht sein. Und dann habe ich mich weiter mit der Klimakrise beschäftigt und gemerkt, dass es hier gar nicht um dieses Individuelle geht. Es geht nicht um diesen individuellen Verzicht. Es geht nicht um diese individuelle Scham, sondern dass da ein großes praktisches System hintersteckt, dass wir im Endeffekt als Einzelperson nicht die Verursacher dieser Krise sind, sondern dass Großunternehmen zu über 70% verantwortlich für die CO2-Emissionen auf dieser Welt sind. Und dann habe ich gesehen und gelesen, was für krasse Auswirkungen das auf Menschen auch hier in Deutschland hat. Also dass es bei der Klimakrise nicht nur um irgendwie Eisbären und Schmetterlinge geht. Es geht auch um Eisbären und Schmetterlinge, aber es geht auch um Menschen hier, um irgendwie unsere Rente, um uns und vor allem auch um ganz viele Menschen im globalen Süden, die jetzt schon krass unter der Klimakrise leiden. Und ich habe eigentlich gemerkt, dass all diese sozialen Kämpfe, die mich davor so belastet und so interessiert haben und für die ich irgendwie auf den Straßen war, dass die eigentlich in der Klimakrise vereint werden und dass wir hier keine Klimagerechtigkeit erreichen können, ohne irgendwie unser Sexismusproblem, unser Rassismusproblem zu lösen. Die Klimakrise ist die größte soziale Krise, die wir je erleben werden wahrscheinlich. Und als ich das verstanden habe, dann bin ich mit auf die Straßen gegangen und habe damals ganz am Anfang irgendwie Gretas Posts gesehen. Es war irgendwie so ein Post 2 Wochen nach, so, haben wir das? Irgendwann mal vor im letzten Hochsommer, da gab es so einen Post, so dieses Mädchen sitzt schon seit 2 Wochen vor dem schwedischen Parlament. Und ich dachte so, krass, warum habe ich das nicht gemacht? Und bin dann zu den Protesten gegangen und war dann ganz schnell mit dabei, ja. Und du bist sozusagen mehr oder weniger eine derjenigen, die von Anfang an dabei ist. Also und du hast ja auch gerade gesagt, du hast erkannt, das ist ein System. Wie ist das? Was macht Mut? Und warum glaubst du, sollten nicht eigentlich noch viel mehr mitmachen bei euch? Ich glaube, also wir haben ja immer mehr Menschen auf die Straßen mobilisiert und haben immer gedacht, okay, jetzt, also bei 1,5 Millionen, da macht jetzt die Bundesregierung was. Und es ist irgendwie nie was passiert. Und das heißt, diesen Mut konnten wir nicht aus den Reaktionen der Bundesregierung schöpfen, sondern eher aus den Reaktionen unserer Gesellschaft. Wir haben im Endeffekt die Debatte verschoben. Wir haben das Klimathema, das total am Rand der Gesellschaft war und irgendwie so ein bisschen so auf NGOs, ja, wir spenden einmal im Jahr an Greenpeace und dann hat sich das in unserer Klimadebatte, hat sich total in die Mitte der Gesellschaft gezwängt. Menschen haben realisiert, worum es bei der Klimakrise wirklich geht. Dass es um soziale Gerechtigkeit, um unser Leben hier und auch in den nächsten Jahren geht. Ich glaube, wir haben dieses Thema greifbarer für Menschen gemacht. Und für mich waren eigentlich die schönsten Erlebnisse immer diese kleinen Interaktionen. Weil von der Bundesregierung haben wir nichts Großes bekommen, immer noch nicht. Das heißt, für mich waren immer diese Interaktionen mit einfach den Menschen in meiner Umgebung einfach totale Meilensteine, wo ich irgendwann mal dieses Thema, das für mich selber am Anfang so unbegreiflich war, irgendwie in der Systematik immer weiter verstanden habe und es irgendwann mal so runterbrechen konnte, dass ich mit Menschen irgendwie im Zug saß. Ich saß vor einer Weile mal mit 3 Fußballfans im Zug und habe sie einfach angesprochen.
und meinte so, was haltet ihr eigentlich von Klimakrise, Fridays for Future? Und am Anfang waren die mega ablehnend und meinten, ach, so alles Quatsch und Klimakrams. Und im Endeffekt habe ich dann ein Gespräch mit denen geführt und am Ende waren wir einer Meinung. Und dem gesagt, ja, das stimmt. Die ganzen Sorgen und Ängste, die ich habe, also die sie haben, ja, das sind Ängste, die werden alle von der Klimakrise verstärkt. Diese ganzen Themen, seid ihr für ihr kämpft, krass. Ich stehe hinter euch. Und das sind so die Momente, die mich dann total berühren, wo wir einfach ganz viele Menschen, von denen man es vielleicht auch nicht erwartet hätte, irgendwie hinter uns vereinen und wo dieses große Thema der sozialen Gerechtigkeit und der Klimagerechtigkeit in den Vordergrund gedrängt wird und wo Menschen, die davor nie das System hinterfragt hätten und nie irgendwie nie diese Systematik irgendwie, das möglicherweise auch des Kapitalismus und dieser Großunternehmen hinterfragt hätten, dass diese Menschen dann plötzlich sich in diese Themen reinfuchsen und irgendwie für sich eine eigene Stimme bilden. Das ist für mich immer wieder total schön mitzubekommen. Ja, vielen Dank, dass sozusagen, wie wir die Menschen mitnehmen und begeistern für die Kämpfe und auch irgendwie rüberbringen, dass die Kämpfe ja eigentlich alle wirklich miteinander verzahnt sind, gegen Rassismus, für eine offene Gesellschaft. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen, weil ich glaube, das tangiert genau die Frage, die wir ja heute auch diskutieren wollen, welche Zukunft wir wollen. Ich würde jetzt aber ganz kurz einmal, nicht ganz kurz, aber intensiv auf Göster zu sprechen kommen. Göster, die Fridays for Future haben die Politik vor sich hergetrieben und Clara hat es eben auch gesagt, die Bundesregierung hat echt nicht geliefert. Haben die Fridays for Future dich eigentlich auch vor sich hergetrieben? Und was kannst du oder was konntest du als Politiker tun, um ihre Belange zu unterstützen, aber vielleicht auch nicht nur ihre Belange, sondern allgemein der Klimagerechtigkeitsbewegungen? Also Clara hat es hier eben schon sehr engagiert geschildert. Fridays for Future haben tatsächlich ein bisschen die Verhältnisse und die politischen Verhältnisse zum Tanzen gebracht. Und das ist das wahnsinnige Verdienst. Und ich schildere das einfach mal auf zwei Ebenen. Einmal auf meiner persönlichen Ebene und dann auf der Ebene von linker Politik. Persönliche Ebene, ich bin September 2017 in den Bundestag gekommen. Und bin dann sofort rein ins Geschehen. Da ging es dann die Auseinandersetzung um den Hambacher Forst, die Besetzung. Ich war auf den Baumhäusern unterwegs, war ich dann als parlamentarischer Beobachter und das erste Mal auch im November 2017 bei Ende Gelände dabei im Rheinland. Ich habe zum ersten Mal diese unglaubliche Dynamik so einer Bewegung und auch wenn man gemeinsam Aktionen macht, was für eine Energie, was für eine Kraft das dann auch bringt, habe ich das erste Mal dann wirklich mitbekommen. Und das hat mich eigentlich meine gesamte Tätigkeit bis jetzt begleitet und gibt mir auch immer wieder neue Kraft, weil die parlamentarischen Abläufe sind häufig sehr trocken, die Mehrheitsverhältnisse sind ziemlich zementiert und alles folgt beispielsweise im Wirtschaftsausschuss und auch im Umweltausschuss, folgt das sehr eingespielten Routinen. Und die Klimabewegung ist da was vollkommen anderes. Und das erste Mal ist das für mich in den Fokus gekommen, dann es war Dezember 2018 in Katowice, als die ersten Klimastreiks stattgefunden haben während des Weltklimagipfels. Und auch in Kiel, das dann das erste Mal stattgefunden hat. Also ich sitze hier jetzt ja gerade in Kiel, in meiner Heimat. Wir haben gerade keine Sitzungswoche. Und von da aus kamen dann immer die Unkenrufe, ja, aber wenn die nächsten Ferien kommen, wird Fridays for Future aber dann auch erledigt sein, weil das ist ja so bei Schülerinnen. Und ist immer der Wille sozusagen, auch wirklich was zu bewegen, auch ein bisschen abgesprochen worden oder zumindest versucht worden. Und das Ganze dann findet man immer wieder in den Kommentaren, bekommen wir wahrscheinlich heute auch wieder irgendwas mit Schulschwänzen, das darunter zu brechen. Und was nicht gesehen wurde, ist, dass es eine sehr wirksame Art war, Normalität zu durchbrechen und damit auch den politischen Diskurs zu verändern.
Und nach einem Jahr hat Fridays for Future mal Bilanz gezogen und irgendjemand hat da geschrieben, Fridays for Future hat nichts erreicht. Aber das stimmt nicht. Erstens, die politischen Diskussionen sind verändert worden. Wir haben an der Abwrackprämie jetzt gesehen, auch das ist nicht, wäre nicht ohne die Klimabewegung möglich gewesen, diese Abwrackprämie für Benziner und Diesel zu verhindern. Auch das ist Ergebnis der Klimabewegung. Vor 10 Jahren hätte die Autoindustrie gesagt, wir wollen diese Abwrackprämie und sie hätten sie bekommen. Jetzt haben sie sie nicht mehr bekommen. Auch dieses Klimaschutzgesetz, was nach unterschiedlichen Sektoren, also nach Energie, Verkehr, Wärme, Gebäude und so weiter differenziert, was überhaupt nicht weit genug geht und überhaupt nicht ausreichend ist, aber dass es das überhaupt gibt und dass man überhaupt eine Sache hat, wo man im politischen Raum anknüpfen kann, auch das ist ein Erfolg der Klimabewegung und von Fridays for Future. Also das ist der persönliche Einstieg. Und damit verbunden ist das in der Linken. Es hat eine enorme Auswirkung auf die Linke gehabt, weil mit einem Mal dieses Thema aus der Nische rausgerissen worden ist. Auch in der Linken war es so etwas so die Öko-Nische, wo die grünen Ökospinner sich in der Linken sozusagen austoben können, aber niemand das wirklich ernst genommen hat. Und mit einmal ist das in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskussion gekommen. Und sowohl in der Partei als auch in der Fraktion. Und das hat Clara eben ja auch erwähnt, die Verbindung ist viel deutlicher geworden zwischen sozialer Gerechtigkeit und Klimaschutz als Klimagerechtigkeit. Und nur deshalb, nur weil es eben Fridays for Future und die Klimabewegung gegeben hat, ist es überhaupt möglich gewesen, sieht man das, in der Bundestagsfraktion unseren Aktionsplan Klimagerechtigkeit auszuarbeiten, auf über 100 Seiten mal darzulegen, was Klimagerechtigkeit eigentlich heißen müsste, was eigentlich gesellschaftlich notwendig und möglich wäre aus Sicht der Linken. Das wäre ohne diesen Druck nicht möglich gewesen. Und genau daran sieht man, was Bewegungen, die etwas anderes wollen als das Bestehende, was die erreichen können. Und das macht diesen irren Erfolg aus. Und deswegen würde es nicht so negativ sehen. Der Druck muss bleiben, die Bewegung muss bleiben, aber es ist schon eine Menge erreicht worden, trotz alledem. Vielen Dank. Das spricht, glaube ich, einen wichtigen Punkt an, der mich natürlich auch sehr interessiert und den ich dann jetzt auch wieder an Clara richten würde, weil ihr habt es wirklich geschafft, die Politik vor euch herzutreiben. Ihr habt die Diskurse nicht nur verändert, ihr habt, würde ich sagen, sie auch gesetzt. Corona, die Abwrackprämie konnte abgewendet werden. Und das ist natürlich was uns alle, die wir irgendwie den Bewegungen ja nahestehen, massiv umtreibt. Also nicht nur hier in Deutschland, auch weltweit. Zum Beispiel, ne, der Klimagipfel dieses Jahr ist wegen Corona verschoben worden und aus Gesundheitsschutzperspektive ist das natürlich auch total verständlich. Gleichzeitig ist so ein Klimagipfel natürlich immer so ein Moment, der auch Bewegungen weltweit zusammenbringen kann. Auch wenn das, was da verhandelt wird und was da beschlossen wird, weit hinter dem zurückbleibt, was wir eigentlich brauchen. Gleichzeitig ist es eine Chance, dass wir weltweit zusammenkommen und unsere Belange artikulieren, direkt zu Regierungsvertreterinnen und Vertretern gehen können, auf der Straße protestieren können und wenn uns das auch nicht ausreicht, gegebenenfalls noch mehr. Ich nenne da jetzt mal keine Details, aber die Frage wäre so ein bisschen klarer, wie habt ihr das erlebt oder wie habt ihr das vielleicht auch geschafft, also eher so als Bewegung, diese unglaubliche Mobilisierung, die euch ja wirklich viel Kraft gegeben hat und dir selbst auch letztes Jahr, so viele Leute auf der Straße und dann unter Corona ging das jetzt alles nicht mehr. Also wie habt ihr es geschafft oder auch nicht geschafft, den Protest in den digitalen Raum zu legen und was habt ihr da eigentlich noch so vor dieses Jahr, wo man vielleicht mitmachen könnte? Also unsere Generation wurde ja immer so verschrien als diese digitale Generation, die immer nur an den Geräten hängt. Und im Endeffekt war uns das dann zum großen Vorteil, weil wenn sich die meisten erinnern sich vielleicht noch so an die Anfänge von Fridays for Future, wo sich die Politikerinnen gewundert haben, wie ganz ohne Werbeplakate und irgendwie Werbespots im Fernsehen und ganz ohne Flyer und irgendwie trotzdem tausende Menschen auf den Straßen waren. Ganz am Anfang hatten wir das ja alles noch gar nicht, hatten wir gar kein Geld für Flyer und Plakate und so. Und es war über WhatsApp-Gruppen entstanden. Wir haben einfach in WhatsApp-Gruppen und auf Instagram einen Ort für eine Demo geteilt, haben dazu aufgerufen. Und diese
Und plötzlich haben sich die Politikerinnen gewundert, wo kommen plötzlich alle diese Kids her? Weil Netz, oder wie um Frau Merkel zu zitieren, für sie war das Internet halt alle Neuland. Und dadurch, dass wir halt irgendwie unsere Generation da dann diese Strukturen schon hatte, dass unsere Bewegung von Anfang an auf das Internet gesetzt hat, auf Social Media gesetzt hat, haben wir das relativ einfach verlagern können. Haben dann einfach unsere Instagram-Kanäle, die viele davon wirklich gut laufen und eine große Reichweite haben, einfach benutzt, um einen coronasicheren Netzstreik dann praktisch zu starten, wo wir dann jeden Freitag gesagt haben, hey, zeigt, dass ihr zu Hause seid, setzt euch auf euer Sofa, ins Bett, irgendwie in die Küche, haltet ein Plakat hoch, streikt weiter online mit, weil wir haben einfach gesagt, wir haben eine große Reichweite, wir haben dadurch auch eine große, sagen wir einen großen Einfluss, und wir wollen diesen Einfluss natürlich für das Richtige nutzen. Und im Endeffekt wollen wir Klimagerechtigkeit, das heißt Generationengerechtigkeit. Und wir haben dann gesehen, okay, es gibt bestimmte Menschen, bestimmte Altersgruppen, aber auch Menschen, die eine Behinderung haben oder sowas, die momentan Risikogruppen sind. Und wir stehen für diese Menschen ein. Wir sagen, wir gehen da unserer Verantwortung nach, rufen dazu auf, zu Hause zu bleiben, im Netz weiter zu streiken. Und im Gegensatz zur Bundesregierung, die die Generationengerechtigkeit halt mal so gar nicht sieht und gar nicht sieht, dass junge Menschen und möglicherweise auch Menschen, die finanziell schlecht dran sind, irgendwie in der Klimakrise benachteiligt sind, haben wir da unsere Verantwortung ernst genommen und haben gesehen, wir müssen jetzt auch für die Gesellschaft agieren und den Streik ins Netz verlegen. Das hat richtig schön funktioniert. Ich habe jeden Freitag in meiner Timeline, freue ich mich immer über die ganzen Posts zum Netzstreik. Und wir haben da versucht, irgendwie Corona-safe zu bleiben und hatten dann auch einen großen Streik am 24.04. Bei mir fällt gerade ein Krankenwagen vorbei, ich weiß nicht, ob man mich jetzt noch hört. Okay, gut. Wir hatten noch einen großen Streik am 24.04., wo wir gesagt haben, wir können nicht streiken, aber wir wollen zeigen, wie viele Menschen immer noch hinter dieser Bewegung stehen. Nicht nur im Netz, sondern wir wollen auch starke Bilder kreieren und haben uns dann aus ganz Deutschland und teilweise sogar darüber hinaus Plakate einschicken lassen, die wir dann symbolisch für die Menschen vor dem Reichstag ausgelegt haben. Und es war krass, ich habe diese Plakate mitsortiert und es waren Stapel über Stapel über Stapel. Und wir haben auch ganz viel aussortiert, weil sie irgendwie dann, sagen wir, nass geworden sind oder irgendwie nicht die richtige Größe hatten. Wir haben so viele Plakate aussortieren müssen, weil sie logistisch einfach dann zu klein oder zu groß waren. Und trotzdem waren es zigtausende und tausende von Plakaten, die Menschen eingeschickt haben, um zu zeigen, ey, wir stehen immer noch hinter Fridays for Future, wir stehen immer noch für Klimagerechtigkeit. Und es war so überwältigend zu sehen, dass auch ein Streik komplett ohne Menschen irgendwie möglich ist. Und ja, so tasten wir uns momentan langsam wieder an kleinere Streiks an, die dann von der Größe her begrenzt sind, wo wir auf Abstandsregeln achten. Wir sehen einfach, dass das Thema unglaublich wichtig ist und dass die Menschen auch weiterhin echt motiviert sind, mitzumachen, und wir echt wöchentlich irgendwie von Menschen Mails und Nachrichten bekommen, hey, irgendwie, was streikt ihr, was ist euer Konzept momentan, wir mitmachen. Und wir haben echt in der Corona-Zeit totalen Zuwachs an Menschen bekommen, die bei uns mitmachen. Haben jetzt allein in Berlin irgendwie 500 Mitglieder oder sowas, die bei uns mitorganisieren. Also mitorganisieren, nicht zu den Streiks kommen, sondern mitorganisieren. Die während der Corona-Zeit gesagt haben, jetzt habe ich Zeit, jetzt gehe ich nicht zur Schule und jetzt kann ich mich darum kümmern und irgendwie kann mich weiterbilden, habe Videos über das Klima gesehen und möchte jetzt mitmachen. Und es war eigentlich voll schön. Es ist wirklich beeindruckend und gleichzeitig, glaube ich, sind die Menschen meiner Generation plus wirklich überrumpelt, weil wir das alles irgendwie nicht so richtig geschnallt haben, dass Mobilisierung eben auch im Netz funktioniert. Ich glaube, da können wir wirklich viel von euch lernen. Könntest du denn vielleicht noch so, wenn es okay ist, so klein Werbeblock-mäßig sagen, was uns als nächstes noch so erwartet, wenn ihr schon einen Plan habt? Momentan sind wir an verschiedensten Konzepten dran. Es ist momentan sehr, sehr schwer zu sagen, dort haben wir einen Großstreik oder dahin mobilisieren wir, weil sich momentan so viel ändert und die ganzen Corona-Beschränkungen auch immer wieder gelockert, aber dann auch wieder gefestigt werden und wir nicht wissen, in welche Richtung geht es. Also wir könnten jetzt zwar sagen, wir planen einen Streik irgendwie im Herbst oder so, aber es kann ja sein, dass im Herbst wieder Corona-Beschränkungen sind und wir dann alles wieder absagen müssen. Das wollen wir nicht. Das heißt, momentan setzen wir sehr viel auf Weiterbildung im Netz. Wir haben unseren ganz tollen fridaysforfuture.de-Account auf Instagram.
dem alle mal erstmal folgen. Und da sieht man ganz, ganz viele Updates, wo wir uns gerade hinbewegen. Und vor allem haben wir die Corona-Zeit wirklich genutzt, um ganz viel Weiterbildung zu betreiben. Das heißt, wir haben immer Webinare und wir haben uns ganz viel Mühe gegeben, diese ganzen Fakten, auf denen wir unsere Forderungen basieren, nochmal auszuarbeiten, nochmal darzulegen in detaillierterer Form. Und weil wir jetzt wissen, viele Menschen sind jetzt zu Hause und haben möglicherweise Zeit. Und genau, also man findet vor allem viel Hintergrundwissen momentan bei uns. Und wenn dann wieder irgendwas ist, wird es das Erste sein, was gepostet wird. Für Berlin kann ich nur sagen, dass wir momentan versuchen, so Corona-Safe-Demos zu machen. Wir hatten vor einer Woche ungefähr eine relativ krasse Menschenkette, wo wir darauf geachtet haben, dass alle Menschen mit so Bändchen 2 Meter Abstand halten. Die wird es wahrscheinlich auch weiterhin geben. Das heißt, Menschenketten und Abstandsdemos wird es dann wahrscheinlich auch in Berlin geben, solange sich alle an die Regeln halten. Das heißt, die werden wahrscheinlich wöchentlich auf unserem Fridays for Future.Berlin-Account angekündigt werden für alle, die jetzt in Berlin leben. Aber alle Städte sind mega flexibel und machen momentan total viel individuelle, coole Streiks mit Abstand oder mit Plakaten und irgendwelchen Symbolbildern. Und das finde ich echt, echt schön, wie da alle jetzt wieder total eifrig dabei sind und aus dieser Situation irgendwie was Neues schaffen und dadurch auch irgendwie Menschen ermöglichen, die sonst nicht zu unseren Streiks kommen konnten, dann irgendwie mitzumachen. Zum Beispiel, jeder kann ein Plakat einsenden. Auch die Menschen, die zeitlich dann nicht können. Und jeder kann irgendwas Symbolisches schicken. Das finde ich eigentlich total schön. Ja, super spannend. Und da würde ich dann vielleicht auch gleich in dem nächsten Slot nochmal drauf eingehen, sozusagen, reicht es oder müssen wir dann nochmal tiefer diskutieren oder auch fordern, System Change, not Climate Change. Aber dazu kommen wir später. Vorher würde ich nochmal bei Göster nachhaken, was da eigentlich überhaupt los ist aktuell mit der Klimapolitik und unserer Bundesregierung. Also diese Abwrackprämie, ich stolper immer über dieses Wort, konnte irgendwie verhindert werden. Aber es gibt ja sowas wie Kohleausstiegsgesetz und so weiter. Und irgendwie ist die öffentliche Aufmerksamkeit gerade zwar ziemlich verschoben auf Corona, aber gleichzeitig gibt es ja eben so wachsame Augen wie die von den Fridays for Future und uns allen, die wissen, dass das, die Klimakrise nicht aufzuhalten ist und wir irgendwie was fordern müssen. Genau, also haben wir da eigentlich noch eine Chance, sozusagen dieses Möglichkeitsfenster, was durch Corona entstanden ist, wirklich, wo auch mehr Bewusstsein vielleicht in der Gesellschaft, sogar bis hin in die Bundesregierung entstanden ist, dass diese Setzen komplett auf neoliberale Strukturen, auf Privatisierung, auf Wachstum und die völlige Entleerung sozusagen eigentlich der öffentlichen Daseinsfürsorge, unter die ich jetzt mal auch eine vernünftige Klimapolitik fassen würde, dass wir da irgendwie mit unseren Forderungen reinkommen können? Oder ist die Chance eigentlich schon verpasst, weil Corona so halb irgendwie vorbei ist und es jetzt wieder zurück zu Autoindustrie und Wachstum geht, beziehungsweise Flugindustrie? Chance ist nie verpasst. Während der Finanz- und Wirtschaftskrise habe ich viele Analysen gelesen, die gesagt haben, also 2008, 2009, nach dieser Finanz- und Wirtschaftskrise wird nichts mehr so sein wie zuvor. Wir haben eine Reinstallierung der alten Mechanismen des fossilen Regimes dann erlebt. Wir haben die Abwrackprämie erlebt und so weiter und so fort. Und ein bisschen laufen die Erzählungen jetzt auch so mit dem Möglichkeitsfenster, was sich durch Corona auftut. Aber aus meiner Sicht erleben wir jetzt in der Krise weiterhin beide Elemente. Wir haben die Bewegung, wir haben die Kräfte, die etwas vollkommen anders machen wollen, die auch sagen wollen, es darf nicht so weitergehen, wie es vor der Krise gewesen ist. Und hinter der Welle der Corona-Krise droht die viel größere Welle der Klimakrise, wo wir mittendrin sind. Also wir haben ja 5 nach 12 und nicht 5 vor 12 in dieser Situation. Und deswegen haben wir diese Konfliktfelder beide noch, auch in dieser Krise. Und wir haben auch 2008, 2009 erlebt, wie wir plötzlich einen starken Staat erlebt haben, der auch interveniert hat, der sich aber danach dann wieder aus Verantwortung rausgezogen hat. Und das größte Drama ist ja der Umgang jetzt mit der Lufthansa, wo 9 Milliarden reingebuttert worden sind, wo jetzt 22.000 Menschen eventuell entlassen werden sollen.
und wo der Staat jegliche Mitspracherechte ausgeschlagen hat und nicht wie in Frankreich dafür gesorgt hat, dass es einen nachhaltigen Umbau gibt, dass man grundsätzlichen beispielsweise ein Gesetz erlässt, was es verbietet, dass Kurzstrecken unter, sagen wir, 400 oder 500 Kilometer mit dem Flugzeug zurückgelegt werden. Da hätte die Politik handeln können und hätte die Lufthansa vielleicht gemeinsam mit der Bahn zu einem Mobilitätskonzern umbauen können, hätte den sozialökologischen Umbau vorantreiben können. In Frankreich machen sie es ein Stück weit. Mit Air France, da haben sie klare Regelungen gemacht und da werden sie auch das umsetzen, aus diesen Kurzstreckenflügen rauszukommen, aus diesem Prinzip. Das ist der eine Komplex. Das heißt, man kann sich sehr über die Abwrackprämie für Benziner und diese freuen, die nicht gekommen ist. Aber andererseits ist dieses Konjunkturpaket so wenig und sind so viele ausgeschlagene Chancen, wo man, was wir im Bundestag auch gefordert hatten als Opposition, die Konjunkturhilfen, die Unterstützung für Unternehmen an den sozialökologischen Umbau hätte koppeln müssen. Das heißt, ein Unternehmen, was staatliche Hilfen in Anspruch nimmt, muss einen Umbau machen, muss sich zu den Pariser Klimazielen bekennen und muss die Maßnahmen einleiten für eine sinnvolle Transformation, einen sinnvollen Umbau. Das ist nicht gemacht worden. Dann hast du angesprochen, Kohleausstiegsgesetz. Das Also ich meine, 2038, dieses Jahr ist jetzt, könnte man sagen, ist erstmal nicht dramatisch, weil die nächste Bundesregierung sagen könnte, wir machen das jetzt endlich, was diese Bundesregierung versäumt hat, und wir machen dann 2030 spätestens den Kohleausstieg und wir schalten jetzt die dreckigsten Braunkohlekraftwerke auf einen Schlag ab, was ja möglich wäre, theoretisch. Aber diese Bundesregierung bereitet gerade vor einen Vertrag mit den Kohlekonzernen, der garantiert ein Weiterbetrieb bis 2038, der die Bundesregierung und die Bundesregierung, die danach kommen, auf 18 Jahre bindet. Das heißt, jede Bundesregierung, die danach kommt, ist an diese Verträge gebunden. Das heißt, es ist eine ziemliche Schweinerei, weil genau das ist ja ein Punkt, wo wir intervenieren müssen. 2038 ist eben viel zu spät. Ich könnte jetzt noch weiter reden. Also wir haben das Ausbremsen der Windkraft mit größeren Windkraftabständen auf der einen Seite, was erzwungen worden ist von der Union mit der Drohung, sonst den PV-Deckel, also den Ausbau der Photovoltaik weiter auszubremsen und so weiter. Also diese Bundesregierung kommt nicht in die Pötte und ich befürchte, sie wird bis 2021 auch nicht tun, was zu tun ist. Und deswegen kommt es auf die Bewegung an, kommt es auf die Vereine und Verbände an und kommt es auch auf zivilen Ungehorsam an, um weiter Druck zu machen, damit wir grundlegend etwas verändern können, zumindest über 2020 dann auch hinaus. Danke, Göster. Clara, Göster hat jetzt ja schon mal dargelegt sozusagen, was gerade hier der große Skandal eigentlich ist und was uns erwartet. Und es kam auch aus dem Publikum, die Frage würde ich mal aufnehmen, die Frage an dich, aus deiner Perspektive als Fridays for Future Aktivistin, was könnten wir als Linke deiner Meinung nach gemeinsam machen, weil sozusagen dieses grüne Anpinseln des Kapitalismus, was wir irgendwie gelegentlich erleben, funktioniert ja nicht. Und das würde ich vielleicht auch verknüpfen mit der Frage dieses Slogans, System Change, not Climate Change, die ja eigentlich, also es ist ja eine uralte Forderung oder ein Slogan aus der Klimagerechtigkeitsbewegung und die umfasst ja sozusagen die Analyse, dass dieses System, wie es aktuell ist, nämlich Kapitalismus, der die ganze Zeit auf Ausbeutung natürlicher Ressourcen, aber auch menschlicher Arbeit setzt, der auf Wachstum setzt, dass innerhalb des Kapitalismus ja sozusagen die Rettung des Klimas gar nicht möglich ist. Wie diskutiert ihr das bei Fridays for Future, beziehungsweise was möchtest du dazu sagen und was können wir gemeinsam tun? Es stimmt, dass es in unserem System schwer bis unmöglich ist, überhaupt Klimagerechtigkeit zu erreichen. Es fängt bei ganz kleinen Dingen an, dass
ohne jetzt auf individuelle Konsumkritik so viel einzugehen, dass es für Menschen eigentlich praktisch unmöglich ist, in diesen klimaschädlichen Systemen sozial, ethisch und klimagerecht zu leben und zu konsumieren. Und es endet dabei, dass irgendwie wir ein komplettes neokolonialistisches, kapitalistisches System in unserer Gesellschaft und irgendwie in auf der Welt haben, dass große klimaschädliche Konzerne regelrecht aufbaut und am Leben erhält. Und das ist ein unglaubliches Problem. Die Frage ist natürlich dann, wo man anfängt. Also ich bin auch, huch, sieht man mich noch? Bin ich noch da? Hallo? Man hört dich noch, aber man sieht dich gerade nicht mehr. Jetzt, okay. Ich finde die Frage unglaublich schwierig, weil ich sehe, dass wir einen Systemwechsel brauchen. Und ich glaube, das sehen sehr, sehr viele Menschen, gerade auch bei Fridays for Future, weil wir haben uns jetzt seit über einem Jahr mit diesem Thema beschäftigt. Und man kommt irgendwann mal an keinen anderen Punkt zu sehen, als dass wir einen radikalen Systemwandel brauchen. Die Frage ist halt nur, wo man da anfängt. Und ob es so realistisch ist, wenn diese Bundesregierung schon so wenig tut, dann den kompletten Systemwechsel anzustreben oder zu vollziehen, bevor wir nicht komplett in diese Klimakrise reinreiten. Das heißt, ja, ich finde System Change auf jeden Fall wichtig und sinnvoll. Wie der dann aussieht, ist auch wieder die Frage, wollen wir eine Donut Economy oder wollen wir irgendwie unser System komplett verändern? Soll sich das nur auf irgendwie das ökonomische System irgendwie beziehen? Soll das auf europäischer Ebene sein oder soll das, so wollen wir das international anstreben, was ja eigentlich irgendwie sinnvoll wäre? Oder wollen wir das erstmal irgendwie regional versuchen, irgendwie einen System Change anzustreben? Das ist natürlich dann irgendwie, das sind alles sehr, sehr viele Fragen, die sehr lange brauchen, um da irgendwie zu einem fertigen Punkt zu kommen. Und im Endeffekt glaube ich, solange wir, ich glaube, wir sollten auf jeden Fall diesen System Change im Hinterkopf haben. Aber vielleicht bin ich da einfach nur zu sehr Realistin, um auch einfach zu sagen, ich sehe den leider in den nächsten Jahren nicht. Ich würde ihn so gerne haben. Ich finde, wir brauchen einen radikalen Systemwechsel. Ich finde, es kann anders nicht gehen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich mit uns sind, wird es den in den nächsten 5 bis 10 Jahren womöglich nicht geben. Zumindest nicht in der nachhaltigen, sozial gerechten, antirassistischen, feministischen, antifaschistischen Weise, wie wir uns ihn vorstellen. Und deswegen bin ich eine große Verfechterin davon, wenn wir diesen Systemwechsel nicht irgendwie vor Augen haben, auch in diesem falschen System irgendwie auf Änderungen zu plädieren, weil es ist nun mal leider das System, in das wir reingeboren wurden, mit dem wir irgendwie klarkommen müssen, zumindest für die nächsten paar Jährchen. Und deswegen, ja, System Change auf jeden Fall, aber das heißt halt nicht, dass man sich dann auch dahinter verstecken kann und sagen kann, ich will ja sowieso den Systemwandel so, wir können jetzt hier eigentlich in diesem System gar nichts machen, weil solange wir ihn nicht bekommen, müssen wir versuchen, dieses System so weit wie möglich besser zu machen. Und dieser Aufgabe haben sich, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, auch bei Fridays for Future, auch in der ganzen Klimagerechtigkeitsbewegung verschworen, dass wir Stück für Stück dieses System irgendwie langsam besser machen und vielleicht sogar runterbröckeln, bis wir irgendwann mal an einen Punkt gekommen sind, wo Menschen auch bereit für einen Systemwechsel sind oder bis wir ihn auch Stück für Stück erreicht haben. Zu der Frage, was wir alle tun können. Ein Punkt, den praktisch alle Menschen tun können, den aber auch viele Politikerinnen der immer wieder falsch machen, ist auf individuelle Konsumkritik abzielen. Das wird uns viel von irgendwie der Werbung vermittelt, viel von der CDU und FDP auch vermittelt, so nach dem Motto, ach, wenn wir alle nur ein bisschen weniger Plastiktüten einkaufen würden, dann würde es uns ja allen gut gehen, dann hätten wir ja keine Klimakrise. Und oh, diese Menschen, die kein Biofleisch kaufen, das sind die Schuldigen. Und das ist eine ganz, ganz simple Ablenkungstechnik, um von wirklich der Systematik, wie wir auch gerade geredet haben, von dieser Systematik der Klimakrise abzulenken. Weil die Klimakrise existiert halt nicht wegen der Oma, die mit dem Auto zum Supermarkt fährt, weil sie nicht mehr laufen kann. Und auch nicht wegen dem Menschen mit Behinderungen, der den Strohhalm benutzt, weil er sonst nicht trinken kann. Und auch nicht wegen der alleinerziehenden Mutter, die abgepacktes Fleisch für ihre Kids und sich kauft. Die Klimakrise existiert zum Großteil wegen Großkonzernen, die mit Ausbeutung und diskriminierenden und teilweise neokolonialistischen Verhalten diese Umwelt und unsere Zukunft kaputt machen und das Leben vieler, vieler Menschen in Deutschland und weit darüber hinaus. Und
dass immer wieder dieses Thema auf dieses Individuelle gelenkt wird, ist total problematisch, weil es gibt halt einen Grund, warum es lange Zeit auf der Shell-Website, Shell, einem der größten Klimasünder dieses Planeten, warum es lange Zeit auf der Shell-Website eine Liste gab von 10 Weisen, wie man nachhaltig und plastikfrei lebt, inklusive Bambuszahnbürste und Trockenshampoo. Weil es so wundervoll davon ablenkt, was Shell für Murks macht. Und das ist der Punkt. Wir dürfen uns nicht vom Thema ablenken lassen. Wir dürfen hier nicht irgendwie, dürfen wir nicht immer wieder auf irgendwelche, auf Einzelpersonen rumhacken, weil gerade die Menschen, die sich momentan nicht die Bio-Öko-unverpackten Chiasamen aus dem Biomarkt leisten können, sind genau die Menschen, die auch unter der Klimakrise am meisten leiden werden. Im Endeffekt ist es uns in diesem falschen System gar nicht möglich, komplett klimagerecht zu konsumieren, zu leben. Und es bringt auch nichts, auf Individuen abzuzielen. Wir müssen die Systematik angreifen. Wir dürfen uns da nicht ablenken lassen, die großen Unternehmen. Und gerade da sehe ich einfach jeden Menschen in der Verantwortung, dieses diese individuelle Konsumkritik nicht irgendwie an die Nachbarn weiterzugeben und zu preachen und da kein Shaming zu betreiben. Aber das sehe ich auch ganz, ganz viele Politikerinnen in der Verantwortung, auch aus dem linken Spektrum und aus dem grünen Spektrum, die immer wieder sagen, ja, und irgendwie jetzt, wenn alle Menschen nur ein bisschen mehr Biofleisch essen würden, dann würde es uns ja allen viel, viel besser gehen, dann wäre die Klimakrise gelöst. Nein, das ist ein Murks und wir dürfen uns irgendwie dann nicht von irgendwelcher unsinnigen Propaganda, von irgendwelchen fast schon neoliberalen Phrasen irgendwie blenden lassen. Das ist total toxisch und da müssen auch ganz, ganz viele Menschen, die linksgrüne Politik machen, echt aufpassen. Was ich von den Linken als Partei fordere, ist, sie sollen sich endlich mal vernünftig zur Klimakrise positionieren. Ich finde, es gibt Teil der Linken, die machen das, aber die Klimakrise ist, verdammt nochmal, die größte soziale Krise, die wir je hatten. Und dass diese größte aller sozialen Fragen und Krisen nicht Top One als allererstes auf die Fahnen der linken Partei geschrieben wird, das ist für mich so unverständlich. Das sehe ich nicht. Und dass so viele, dass die Linke als Partei nicht sagt, das ist die Krise, gegen die wir hier gerade alle vereint kämpfen müssen, weil sie all diese anderen Krisen bündelt und vereint und auch verstärkt. Dass es so ein Wechselwirkungsmechanismus ist an ganz, ganz viel bescheuerter Scheiße, die in der Welt passiert. Dass sie sich diese Klimakrise nicht auf die Fahnen schreiben und als allerersten Punkt irgendwie Anzeigen zu bewältigen gibt. Das, finde ich, ist ein Armutszeugnis. Danke, Clara. Ganz klare Worte, eine Aufforderung an uns. Und ich kann sagen, als eine, die in der Linkspartei auf der Strecke auch viel kämpft, ich sehe die Probleme auch. Ich glaube aber, wir können es gewinnen. Und ich finde es auch nochmal total wichtig, was du gesagt hast zu dieser Forderung System Change, not Climate Change. Die klingt ja auch total sexy. Aber was meinen wir eigentlich genau damit? Und sozusagen dieses Spalterische, was dann oft mitschwingt, naja, ihr irgendwie Klima-Ökos, weiß nicht wie, ihr wollt ja nur dieses individuelle Verzichtsmodell predigen und schaut herab irgendwie auf die Leute, die sich nicht leisten können, dass es uns eben genau nicht darum geht, sondern dass wir die Klimakrise als größte soziale Krise aller Zeiten begreifen und sie somit eine originär inhärente linke Forderung ist, ist mir zum Beispiel auch total wichtig. Aber ich weiß, dass Gösta genau dazu auch unbedingt was sagen will. Ich würde das aber noch verknüpfen, Gösta, mit einer Frage an dich. Können wir denn als eine Partei, die irgendwie auch auf Stimmen setzen muss in einem nationalen Kontext, diese Forderung System Change, not Climate Change zu Ende denken? Weil die würde ja bedeuten, System Change muss global funktionieren, denn in einer globalisierten Wirtschaft und in einer globalisierten Welt, in der wir heute leben, bringt es ja nichts, wenn wir jetzt für den System Change hier allein in Deutschland kämpfen, beziehungsweise gegebenenfalls tun wir es auf eine Art und Weise, dass wir irgendwie die ausbeuterischen Strukturen nur verlagern, beziehungsweise die Umwelt- und sozialen Folgen externalisieren und uns hier ein schönes System bauen. Ist das eigentlich überhaupt möglich für uns? Aber erstmal sag das, was du sagen wolltest, aber dann beantworte bitte auch meine Frage. Ich werde mich bemühen. Ich nenne einfach mal zwei Punkte. Wenn die Linke ihren Anspruch, den sie im Parteiprogramm formuliert hat, ernst nehmen würde, müsste sie genau das machen. Und dann wird sie Klimagerechtigkeit ganz nach vorne stellen. Das Spannende ist, dass wir am 15. Mai eine Umfrage hatten, wo
wo gefragt wurde, was sind die größten Themen von Anhängerinnen der Linken für die nächsten 10 Jahre? Und dort wurden mit 36% wurde Klimaschutz genannt, mit 34% wurde soziale Gerechtigkeit genannt. Und das beides zusammen beschreibt ja Klimagerechtigkeit. Das kommt halt nur leider nicht in den Köpfen aller Funktionären dieser Partei an, obwohl es da eine große Entwicklung gibt, die ich ja auch am Anfang schon beschrieben habe. Also dass die Linke jetzt da steht, wo sie steht und dass wir so einen Aktionsplan Klimagerechtigkeit haben, wäre ohne diese Klimabewegung nicht möglich gewesen. Aber Clara hat mit ihrer Anmerkung da vollkommen recht. Da müsste eigentlich mehr drin sein. Und wenn die Linke klug wäre, oder wenn die Linke klug ist, dann schreibt sie sich das viel stärker auch noch auf die Fahnen. Und insofern ist die Kritik vollkommen berechtigt. Und da wollte ich zu deiner Frage zwischen Partei und Bewegung auch noch mal sagen, die Aufgabe einer Bewegung muss es immer sein, eine Partei vor sich herzutreiben und fortschrittlich emanzipatorische Ziele voranzubringen. Und eine linke Partei muss immer den Atem der Bewegung in ihrem Nacken fühlen, um tatsächlich ihre Position auch halten zu können, gerade innerhalb dieses Parlamentarismus. Deswegen sind eben Bewegungen auch so wichtig. Und als Beispiel Berlin. Der Mietendeckel, den wir in Berlin bekommen haben, ist nur möglich geworden, weil es eine radikale Mieterinnenbewegung gibt, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, die Druck gemacht hat auch auf diese Regierung und diese Regierung dem auch nachgekommen ist in Berlin. Und genauso ist es insgesamt. Deswegen Partei und Bewegung sind immer zwei unterschiedliche. Und die Bewegung ist diejenige, die den Druck macht, damit überhaupt diese versteinerten Verhältnisse zum Tanzen kommen. Und die Linke, um nochmal aufs Parteiprogramm dann abschließend zurückzukommen, hat sich auf die Fahnen geschrieben, alle Verhältnisse zu überwinden, ich zitiere das mal aus dem Kopf, das ist Marx, alle Verhältnisse zu überwinden, in denen der Mensch ein ausgebeutetes, ein geknechtetes Wesen ist und für eine Assoziation einzutreten, in der die freie Entwicklung des Einzelnen die Bedingung der freien Entwicklung aller Menschen ist. Und wenn die Linke das ernst nimmt, muss sie genau dieses Thema der Gerechtigkeit ganz nach oben stellen und eben auch der Klimagerechtigkeit. Und als internationalistische Partei bedeutet das eben auch für Gerechtigkeit für den globalen Süden einzutreten und genau diese Ausbeutungsverhältnisse zurückzudrängen. Und das geht nicht auf einmal, da hat Clara ja auch vollkommen recht, sondern das ist ein Prozess. Also wir haben nicht einen Schnips, wo dann plötzlich wir vom Kapitalismus in der solidarischen und nachhaltigen Gesellschaft im landen, ob wir die jetzt irgendwie Sozialismus, Anarchismus, Kommunismus oder irgendwie noch irgendwie was Neueres nennen, sondern es ist ein Prozess und wir müssen jeden unserer Schritte, den wir im Hier und Jetzt machen, darauf hinterfragen, ob es unseren Ansprüchen an eine klimagerechte, an eine solidarische und nachhaltige Gesellschaft gerecht wird. Und das ist für mich dann eben auch System Change, not Climate Change. Clara, mit wem zusammen erreichen wir das? Wir als Klimabewegung oder Klimagerechtigkeitsbewegung allein, werden wir das nicht schaffen? Das heißt, welche Bündnisse braucht es deiner Meinung nach? Aber welche Bündnisse braucht es vielleicht nicht nur hier, sondern wie begreifst du das oder wie macht ihr das auch, global zu agieren? Ich habe gerade heute ein Interview mit Vanessa Nakate gelesen, die hat gesagt, wir brauchen gar nicht Fridays for Future, wir brauchen Fridays for Now, weil bei uns ist die Klimakrise jeden Tag spürbar. Es muss eigentlich auch schon ums Jetzt gehen. Und wie ist es da überhaupt möglich, in ein Bündnis zu treten, wenn, das habe ich irgendwie auch kürzlich selber mal in einem Interview gesagt, die Zeitlichkeit sozusagen dieser Klimakrise, die ist ja sehr unterschiedlich. Bei uns ist es vielleicht 11:55, aber woanders ist es vielleicht auch schon 12:15. Also wie kriegen wir das hin, wie kriegt ihr das hin, als Fridays for Future euch mit anderen zusammenzuschließen, lokal und global? Wir sind ja schon eine globale Bewegung. Das heißt, uns gibt es in fast allen Ländern und wir stehen da auch im regen Austausch und versuchen immer wieder Informationen und Konzepte irgendwie weiterzugeben. Versuchen momentan vor allem, weil es international noch nicht ganz geht, Kampagnen auf europäischer Ebene auszuarbeiten und da versuchen wir einen größeren Impact zu erreichen. Das heißt, wir arbeiten ganz viel mit Fridays for Future Schweiz, Österreich, Fridays for Future Spanien und Frankreich
und sehr viel auch mit Fridays for Future, also dann heißt da UK Climate Strike, zusammen. Das funktioniert momentan schon relativ gut, weil die Länder alle in einer Währungsunion, in einer irgendwie auch politischen Union vereint sind und zeitlich und örtlich relativ nah beieinander liegen. Und auch irgendwie situativ, und wir leben alle irgendwie in einem demokratischen, oder viele, ich würde sagen, wie so fast alle europäischen Länder sind in demokratischen irgendwie Systemen. Das heißt, es funktioniert, funktioniert einigermaßen gut, da Bündnisse zu schließen und gemeinsame Kampagnen auszuarbeiten. Das funktioniert weniger gut, wenn, wenn Länder autokratisch regiert werden oder in Diktaturen sind, wenn dort gerade die Menschen, die am meisten unter der Klimakrise leiden, ich spreche jetzt von vor allem indigenen Menschen, wenn diese Menschen am wenigsten Macht in diesen Strukturen haben. Und gerade dann ist es total wichtig, dass wir aus unserer privilegierten Situation versuchen, dort Unterstützung zu leisten. Das funktioniert mal besser, mal schlechter, einfach weil, weil wir alle Teenager sind mit, sagen wir, begrenzten finanziellen und strukturellen Möglichkeiten. Wir versuchen vor allem Wissen und Support auszutauschen und vor allem Legal Advice auszutauschen. Also dass wir dann Anwälte versuchen zu organisieren, die dann unseren russischen oder unseren südamerikanischen Mitaktivistinnen helfen. Wir versuchen, solidarische Demonstrationen zu veranstalten. Wir versuchen, deren Kampagnen, deren Stimmen zu amplifizieren. Das ist vor allem, was wir momentan machen, weil es halt auch total wichtig ist, dass gerade die Menschen, und die seit Jahrhunderten eigentlich irgendwie klimafreundlich leben, die Menschen, die irgendwie die Klimagerechtigkeitsbewegung in gewisser Weise auch begründet haben, das sind vor allem indigene Menschen, dass deren Stimmen amplifiziert werden, dass wir da nicht darüber reden, dass wir denen nicht sagen, wie sie Klimaschutz betreiben sollen, sondern dass wir die Projekte fördern, die in dem Land für diese Menschen funktionieren, dass wir nicht unsere Version von europäischem Klimaschutz auf diese Länder übertragen. Und gerade da spielt häufig Bildung und Feminismus eine krasse Rolle. Weil so Studien zeigen, dass gerade Female Empowerment total krass zu Klimagerechtigkeit beitragen kann. Dass gerade Frauen häufig der Beitrag, den sie zur Klimagerechtigkeit leisten könnten, verwehrt wird. Und dass gerade auch auf Frauen die Auswirkungen der Klimakrise krass sind. Und gerade da ist es auch total wichtig, die feministischen Kämpfe dieser Länder zu unterstützen, weil diese Kämpfe einfach so eng zusammenhängen. Genau, das ist, was wir im Rahmen von Fridays for Future ganz, ganz viel machen. Es ist halt sehr wichtig, dann, wie gesagt, keine Vorstellungen von, wie wir uns irgendwie Klimaschutz vorstellen, auf andere Länder zu projizieren, weil andere Länder haben andere Konzepte, funktionieren anders, und vor allem haben wir auch als Deutschland eine ganz andere Verantwortung. Wir sind einer der größten Verursacher dieser Klimakrise. Wir müssen dazu stehen, wir müssen diese Verantwortung tragen und dann nicht auf andere Länder zeigen. Wir können Kämpfe in diesen Ländern unterstützen, aber wir können zumindest den Menschen in diesen Ländern überhaupt keine Vorschriften machen. Darum geht es auch überhaupt nicht. Was wir hier für Bündnisse anstreben, also prinzipiell mit allen Organisationen, Bewegungen, Menschen, die für Klimagerechtigkeit sind, das heißt, die ganz klar erkennen, dass die Klimakrise ein intersektionelles Problem ist. Das heißt, dass Strukturen wie rassistische, sexistische und faschistische Strukturen durch die Klimakrise begünstigt werden und dass es da Wechselwirkungen gibt. Das heißt, alle Menschen, die sich klar antifaschistisch, antisexistisch und antirassistisch positionieren, haben bei uns einen Platz und können auch mit uns zusammenarbeiten. Momentan finden wir es total wichtig, mit Gewerkschaften zusammenzuarbeiten. Dass wir also, wir haben schon genug mit ganz, ganz vielen CEOs geredet, egal ob von RWE oder von irgendwie Facebook und irgendwie von Shell, und wir haben irgendwie mit ganz, ganz vielen wichtig Unternehmen geredet, und mehr als ein Handschlag vor der Kamera, ein nettes Lächeln und irgendwie ein Kaffee ist dabei nicht bei rausgekommen. Das heißt, momentan sagen wir, wir brauchen eigentlich die Basis. Wir brauchen die Menschen, die am allermeisten auch unter der Klimakrise betroffen sind. Und das sind die ArbeiterInnen, das sind die geringverdienenden Menschen in diesem Land, das sind nicht die CEOs. Bewegungen und Ideen, Konzepte, Gesellschaftskonzepte haben keinen Erfolg, weil irgendein CEO plötzlich entscheidet, wäre vielleicht ganz nett, so ein bisschen Feminismus und Klimagerechtigkeit irgendwie zu machen, sondern sie haben Erfolg, weil die Masse sie dazu zwingt. Nur dann haben sie nachhaltig irgendwie einen Impact. Und das ist, was momentan wir aufbauen. Das heißt, wir versuchen ganz viel mit Gewerkschaften zusammenzuarbeiten, mit ArbeiterInnen, wir versuchen ganz viel
mit den Organisationen zusammenzuarbeiten, die schon seit Jahren stabile Arbeit für soziale Gerechtigkeit und für Klimagerechtigkeit machen, weil wir auch sehen, dass wir relativ praktisch jung sind in dieser Bewegung, in dieser Klimagerechtigkeitsbewegung, dass wir ja auch die Kämpfe, die antirassistischen Klimakämpfe, die feministischen Klimakämpfe, die antifaschistischen Klimakämpfe, die seit Jahrzehnten geführt werden, dass wir die absolut nicht untergraben, sondern amplifizieren wollen mit dieser großen Stimme, die uns jetzt gegeben wird und dass wir uns da eigentlich verbinden müssen. Ja, voll cool. Finde ich nämlich auch. Und ich glaube wahrscheinlich, wir alle, weil es gab jetzt hier gerade, das habe ich so parallel gecheckt, auch nochmal von den Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, genau dieses Statement, dass ja sozusagen der Kampf gegen die Klimakrise, beziehungsweise wir wollen ja auch über die Zukunft, die wir uns wünschen, reden, für Klimagerechtigkeit, für soziale Gerechtigkeit, aber eben auch definitiv gegen Faschismus und ich würde sagen auch Rassismus, Sexismus etc. pp. Sie gehören zusammen und sie müssen ganz vorn angestellt werden. Du hast es gerade dargelegt, wieso es dir und wieso es Fridays for Future total wichtig ist und wie du dir eigentlich auch sozusagen Solidarität wirklich praktisch gelebt vorstellst. Ich finde es insofern total spannend, weil natürlich, wenn ich mir angucke, wie die globale, ich nenne es mal jetzt Klimaarchitektur weltweit organisiert ist, repräsentiert sie das alles nämlich nicht, weil die Idee ist ja eigentlich immer, dass wir dieses Leben auf diesem hohen Level der Produktivität und dieses hohen Levels des Lebensstandards so weiterleben können und sozusagen unsere Emissionen irgendwo anders hin verlagern, beziehungsweise die Rechte an den Emissionen und woanders zum Beispiel die Wälder aufgeforstet werden oder nicht abgeholzt werden und dass damit dann unter anderem Menschenrechtsverletzungen einhergehen, meist in indigenen Gebieten und so weiter. Das ist dann aber irgendwie so ein bisschen irrelevant sozusagen. Aber es wird natürlich knackig an dem Punkt, wo wir sagen, eigentlich, wenn wir das wirklich konsequent, solidarisch und internationalistisch durchziehen, wird es auch hier bei uns ans Eingemachte gehen müssen, weil dieses hohe Level an Produktivität und dieses Level an Lebensstandard können wir eigentlich nicht aufrechterhalten. Das ist natürlich total unsexy als Forderung, auch für eine deutsche Partei. Das ist mir total klar, Göster. Gleichzeitig ist es aber irgendwie ja auch eine Idee, die hinter den Forderungen der Klimagerechtigkeit aus dem globalen Süden steht. Was würdest du sagen, ist sozusagen eine solidarische und ökologische Zukunft, die du dir wünschst, die wir auch als Linke repräsentieren können? Und das spielt noch ein bisschen an auf die nächste Frage, die ich später auch nochmal mit Clara diskutieren würde. Wie können wir die Menschen da mitnehmen? Clara hatte das ja gerade auch wirklich nochmal gesagt, wie wichtig es ist, die Arbeiterinnen und Arbeiter mitzunehmen. Und ich glaube, was da oft passiert, ist auch so ein Ausspielen der Interessen gegeneinander. Weil am Ende, das ist mein Lieblingsbeispiel, würde ich auch immer sagen, auch in Deutschland werden Leute ihre Jobs nicht mehr machen können, wenn es irgendwie jeden Sommer 40 Grad ist, können die Leute vielleicht nicht mehr auf der Baustelle stehen. Es ist auch eine Klassenfrage, weil es am Ende auch die Reichen sind hier, die dann irgendwie ihr nettes Wochenendhaus an der kühlen Küste haben oder sich die Klimaanlage einbauen können, während die anderen an den dreckigen Straßen in den Großstädten wohnen und in ihren einfach gebauten Sozialwohnungen irgendwie schwitzen müssen sozusagen. Ich vereinfache das ein bisschen, aber was für Antworten wünschst du dir da von uns? Also November 2017 bei Ende Gelände war ein tolles Transpi dabei, das hieß There are no jobs on a dead planet. Das habe ich auch häufiger dann bei Fridays for Future Demos gesehen. Und das beschreibt es eigentlich, worum es im Kern geht. Und wir haben es jetzt in den Sommern schon gesehen mit den Problemen in der Landwirtschaft, im Handel, aber auch mit den Hitzetoten, dass es unmittelbare Auswirkungen hat auf unsere Sozialsysteme, auf die Art, wie wir produzieren und auf unser Gesundheitssystem. Und noch viel mehr hat es eben auch die globalen Auswirkungen. Und deswegen eine Linke, die links ist, müsste genau das aufgreifen, müsste über den nationalen Tellerrand hinausschauen und sich für globale Gerechtigkeit einsetzen, für eine Umverteilung des Reichtums auch vom Norden in den Süden.
für gerechte Handelsverträge und müsste die ungerechten Handelsverträge mit afrikanischen Staaten, den Mercosur-Handelsvertrag und so weiter und so fort aufkündigen und sagen, ey, wir haben euch betrogen und ab jetzt läuft es anders. Und dafür müssen wir aber die Mehrheitsverhältnisse, und zwar die gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnisse, ich rede da nicht nur über politische Farbenspiele, sondern wirklich über Kräfteverhältnisse, grundlegend verändern. Nur so wird es funktionieren. Und wir haben die Situation, dass das, was globale Differenzen sind, das heißt zwischen Reichtum und Armut, zwischen Nord und Süd, wiedergespiegelt wird in jedem einzelnen Staat. So haben wir auch in Deutschland die Situation, dass selbstverständlich die einkommensschwächsten Bevölkerungsgruppen in Deutschland den geringsten CO2-Fußabdruck haben. Und je mehr Einkommen und je mehr Vermögen vorhanden ist, umso größer wird auch der CO2-Fußabdruck. Und das sieht man auch global und das sieht man auf nationaler Ebene. Und deswegen ist es auch immer eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Und deswegen hilft es aus meiner Sicht nicht zu sagen, wir verteuern jetzt das Steak. Da hat ja Clara eben auch drauf angesprochen. Sondern was wir sagen müssen ist, Schluss mit den Fleischfabriken. Eine nachhaltige Tierhaltung, auch zumindest die da irgendwo dabei ist, Genossin aus Berlin, wird sagen, gar keine Tierhaltung. Okay, aber solange wir einen Fleischkonsum haben, zumindest weg mit den Fleischfabriken, weg mit der Massentierhaltung, weg mit einer flächenintensiven Landwirtschaft hin zu einer ökologischen, nachhaltigen Landwirtschaft. Beispielsweise, dazu müsste die Linke den Mut haben und damit ist natürlich eingeschlossen, dass beispielsweise man sich nicht jeden Tag ein Steak und alle möglichen Wurstsorten auf den Teller holt, sondern dass es, wenn es hochkommt, einmal die Woche beispielsweise der Fall ist. Weil ein Steak, Fleisch wird teuer werden und das soll auch so sein, damit es eben nicht mehr so konsumiert wird, nicht mehr so massenweise konsumiert wird. Und das ist der Grund, da muss sich die Linke anlegen. Da muss die Linke den Mut haben, auch solche unbequemen Wahrheiten auszusprechen, dass es eben mit der Vernutzung unserer Umwelt, mit der gnadenlosen Ausbeutung von Umwelt und Natur und Tier eben nicht so weitergeht und dass wir da ein Stoppzeichen einsetzen müssen. Und Deutschland als einer der reichsten Staaten der Welt ist der Staat, wo wirklich am stärksten die Bremse angelegt werden muss. Genau, und das aber global, das hast du klar gemacht, aber ich glaube auch innerhalb Deutschlands, weil ich meine, in kaum einem Land ist die Ungleichverteilung von Reichtum so stark wie in Deutschland. Und das naja, ist wir halt, kämpfen hier. Ja, aber wir sind auch eine internationalistische Partei, wir müssen auch internationalistisch kämpfen. Aber es ist ja genau oft auch so eine Frage, die dann gegeneinander ausgespielt wird. Wenn wir sagen, wir sind für Klimagerechtigkeit, dann ist uns beides wichtig. Und damit verknüpft ist noch eine Frage, die ich mir überlegt hatte und die auch aus dem Vorgespräch mit Clara resultierte, die ich aber total wichtig finde, weil die Frage ist, wie sprechen wir eine Sprache, die Menschen mitnimmt, die nicht verschreckt, ne, und wo uns dann sozusagen die Keule der, ihr führt ja nur Verzichtsdebatten um die Ohren geschlagen wird. Clara, was würdest du dir da wünschen? Ich frage jetzt auch wirklich mal als so eine Vertreterin einer Bildungsinstitution, nämlich der Rosa-Luxemburg-Stiftung, was braucht ihr, was brauchen wir, um unsere Sprache attraktiv zu machen, um dass unsere Forderungen gehört werden, leicht verständlich sind, aber Leute auch Lust auf das Thema haben? Ja, das Problem mit linken Themen ist, dass sie schwer einstiegsfreundlich sind. Also rechte Themen sind da immer sehr, sehr simpel oder zumindest, ja, doch sind sehr simpel. Irgendwie Ausländer sind bescheuert, irgendwie Deutsche sind cool und irgendwie, keine Ahnung, wir sind alle rassistisch, was auch immer. Es ist alles ja relativ einfach. Das funktioniert halt leider bei Konzepten wie Klimagerechtigkeit oder Feminismus oder Antirassismus überhaupt nicht so, weil das alles so tief ineinander verwobene Strukturen sind. Das zu leugnen, bringt nichts, auch im Netz nicht. Wir müssen alle auch irgendwie im Netz zeigen, dass es komplizierte Themen sind. Ich glaube, es nützt nichts, dann populistisch zu agieren,
Aber was wir machen können, ist, glaube ich, unsere Sprache irgendwie zu vereinfachen. Ich glaube, wir müssen irgendwie zumindest irgendwie auf einer Basis einen Konsens finden. Weil ich habe das Gefühl, Menschen schauen nach rechts und sehen irgendwie, naja, die sind halt alle irgendwie rechts. Manche sind mehr rechts als andere, aber die sind halt alle irgendwie rechts. Und links ist es immer viel, viel mehr so ein Kampf. Also ich meine, der ist ja eigentlich schon fast historisch, dass sich die Linke bekriegt irgendwie. Dass die ganzen linken Strömungen, die es irgendwie gibt, alle irgendwie sagen, ja, ich stimme dir zu, aber doch nicht ganz und deswegen arbeite ich nicht mit dir. Und das ist in gewisser Weise auch verständlich. Ich meine, progressive Meinungen, das ist ja schon im Wort, sind halt progressiv. Das heißt, sie verändern sich. Und das heißt, es wird immer diese Debatte, diesen Kampf geben, irgendwie so, wer, dass Meinungen neu ausgearbeitet werden, dass neu darüber reflektiert wird. Das heißt, wir haben einfach nicht diese Stellung und dieses Standbein der Sicherheit, so nach dem Motto, es ist sehr einfach zu sagen, alles soll beim Alten bleiben. Aber wenn wir sagen, es soll sich sehr vieles verändern, dann wird halt schnell die Frage aufgemacht, wohin denn jetzt und wie, und dann kommt es halt schnell zu Streitereien. Aber ich glaube, wir brauchen so einen gewissen Konsens, an dem wir uns irgendwie festhalten können, den wir auch nach außen transportieren können, weil wir müssen irgendwie schauen, dass wir diese ganzen Punkte, die wir haben, so verständlich wie möglich vermitteln. Wir können jetzt alle irgendwie fachsimpeln und, wie ich auch vorhin den Fehler gemacht habe, über Donut Economy und keine Ahnung, so feine Wörter wie Abwrackprämie, Donut Economy und irgendwie Systemkritik verwenden. Aber was heißt das denn eigentlich? Weil für uns ist das alles irgendwie verständlich, aber Menschen, die da einfach komplett außen vor sind, die werden schon von dieser Fachsprache total abgeschreckt. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir irgendwie, dass wir da viel, viel offener sind und dass sich unsere ganzen Bildungsangebote, dass sich unser ganzes Social Media Präsenz, die Aussagen, die wir tätigen, dass es kein Blasenfutter ist. Also dass es nicht irgendwas ist, was sich unsere eigene Bubble anhört und sagt, ja moin, finde ich gut, sondern dass es irgendwas ist, was Menschen, die da komplett außen vor sind, irgendwie verstehen, was sie in ihr eigenes Leben mit einbeziehen können. Statistiken zeigen, und auch von meiner eigenen Erfahrung, unser aller Erfahrung zeigt, Menschen kümmern sich um das, was sie selber betrifft. Wir müssen diese Themen auf das runterbrechen, was Menschen interessiert, weil die Klimakrise hat so viel mit dem eigenen Leben zu tun. Gerade diese Auswirkungen müssen wir aufzeigen. Gerade dort müssen wir Lösungen finden. Wir müssen die Menschen abholen. Und das tun wir nicht, indem wir alle irgendwie auf Twitter unsere hochkomplizierten Konzepte irgendwie tweeten und irgendwie, wie gesagt, Likes in der eigenen Bubble sammeln. Sondern wir müssen uns da wirklich überlegen, wie wir irgendwie gemeinsam uns auf bestimmte Konzepte einigen können und die dann vermitteln. Weil wenn Menschen irgendwie sich mit Klimagerechtigkeit beschäftigen wollen, finden sie 20 verschiedene Seiten und irgendwie 10 verschiedene Institutionen, die alle was anderes sagen und wollen. Wir brauchen irgendwie ein paar Punkte, an denen wir uns festhangeln, damit Menschen außerhalb der Bubble das auch irgendwie verstehen. Ich habe das Gefühl, wir verzetteln uns da sehr, sehr viel und all diese kleineren Kämpfe spielen für uns eine riesige Rolle, aber für Menschen außerhalb sieht es alles wie ein riesiges Durcheinander aus. Es saß für mich auch ganz lange, bevor ich in die linke Klimabubble eingetreten bin. Und es verunsichert, glaube ich. Und ich weiß nicht, ich habe da auch keine ideale Lösung. Ich glaube, wenn ich sie hätte, dann könnte ich jetzt unseren Masterplan vorlegen und wir wären alle irgendwie, die Lösung wäre da. Aber so wie die meisten Menschen habe ich da nicht das ideale Konzept. Aber ich glaube, wir müssen häufig diese ganzen komplizierten Systeme einfach ein bisschen einfacher runterbrechen und schauen, dass wir nicht so fachsimpeln, dass wir hier nicht in unser linkes Jargon verfallen, um Menschen auch einfach mal abzuholen. Das heißt nicht, dass wir nicht respektvolle Sprache verwenden sollen, dass wir nicht gendern sollen. Das sind alles unglaublich wichtige Sachen, die wir uns beibehalten müssen. Aber wir müssen nicht Fachwörter verwenden, wenn einfache Wörter es auch tun und reichen. Vielen Dank, Clara. Ich finde, das ist ein eindeutiger Arbeitsauftrag. Ich hätte auch mal eine Frage. Ja, du darfst gleich. So eine Bildungsinstitution für wie meine. Aber auch sozusagen, um den Weg zu beschreiten in eben die solidarische und ökologische klimagerechte Zukunft. Gösser, du hast eine Frage. An dich. Mich. Clara, ihr habt ja das immer wieder gezeigt, wie das schon funktioniert. Also Abwrackprämie hast du jetzt als Negativbeispiel genannt, aber mit der Abwrackprämie hat echt ganz gut funktioniert. Und das hat auch über die Kreise von Fridays for Future und über die Bubble hinaus funktioniert. Und da wird mich mal interessieren, die Rosa-Luxemburg-Stiftung leistet total wichtige Arbeit, nicht nur in Deutschland, sondern auch eben in den ausländischen Niederlassungen. Aber ich habe immer den Eindruck, dass auch das in so einer
linksintellektuellen Bubble zum Teil stattfindet und auch was das Publikum angeht. Also alle, die genau mit unseren Themen auch schon Firmen sind, die wissen, was Great Transformation bedeutet und Energiewende und was man sich darunter vorzustellen hat. Hat sich da was verändert in der letzten Zeit, auch bei den Überlegungen der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wie man das erweitern kann, auch das Bildungsangebot erweitern kann? Weil ich glaube, das ist eine ganz zentrale Frage. Wie kann man sowas wie Klimabildung machen? Wie kann man diese komplexen Zusammenhänge runterbrechen, damit sie eben nicht nur für uns drei verständlich sind, sondern damit sie auch verständlich sind, für die normalen Angestellten in welchen Jobs auch immer, die jetzt gerade beispielsweise als systemrelevant hochgehalten werden. Okay. Ja, auf alle Fälle ist das eine Diskussion, die wir führen und die ist total wichtig. Deswegen erstmal festgehalten, eure beiden Aussagen nehme ich da als Ermutigung, dass wir genau das tun müssen, weil die Analyse haben wir natürlich auch. Es gibt sicherlich einzelne Formate, wo wir versuchen, Dinge wirklich einfach runterzubrechen. Also zum Beispiel ist es besser so, dass man so eine typische Aussage nimmt wie der Konsument ist an allem schuld und die dann so systematisch sozusagen abbaut und sagt, na Moment mal, guck dir den Aspekt an, guck dir den Aspekt an, guck dir den Aspekt an. Das Blöde ist dann, dass so eine Broschüre vielleicht dann wieder 30 Seiten lang ist. Das heißt, wir müssten das eigentlich hinkriegen, das kürzer zu basteln. Ich denke definitiv auch, dass wir natürlich versuchen, ich sehe dich, Clara, zum Beispiel dadurch, dass wir jetzt zunehmend auf Social Media auch präsent sind, die Dinge in kurzen, knackigen Inhalten unterzubringen, was jetzt für mich persönlich in meinem Handlungsbereich natürlich total wichtig ist. Und das sind eben ultrakomplexe Zusammenhänge in der globalen Klimapolitik. Aber das ist jetzt mein originärer Auftrag, die eben auch runterzubrechen in einfacheren Artikeln und Analysen, in Gesprächen wie heute, beziehungsweise dann eben auch mit anderen. Aber eben auch so die Stimmen, ne? Die überall auf der Welt stehen und hier nicht ausreichend gehört werden, hier hörbar zu machen. Gleichzeitig ist es aber auch, also das sind jetzt ganz andere Bereiche, was für uns natürlich total wichtig ist, ist auch die Frage der Solidarität. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel bestimmte Produkte mal angucken, ne? Also ich denke da jetzt zum Beispiel an irgendein Agrarprodukt, ja, was irgendwo auf der Welt als erzeugt wird und hier in einem Supermarkt verkauft wird. Das sind zum Beispiel wichtige Ansatzpunkte, wo wir sagen, hey, warum nicht, oder auch im Textilsektor, ne, warum nicht die Solidarität zum Beispiel der Betriebsräte, also der Leute, die das Zeug hier verkaufen, mit denen, die das woanders auf der Welt produzieren, dass die sich mal kennenlernen und miteinander in Kontakt kommen, besser verstehen, wo das Zeug herkommt, wo es, was sie in ihrem Laden verkaufen. Und wenn dort zum Beispiel, weiß ich nicht, organisierte Gewerkschafterinnen mal wieder bedroht werden, dass sich so auch wirklich eine Solidarität organisiert, die nicht irgendwie heißt, hier große Solidaritätsbekundung, ich schreibe einen Protestbrief, sondern ich boykottiere das Produkt zum Beispiel in meinem Verkauf oder. Das sind alles Sachen, wo wir rangehen, wo wir aber, glaube ich, auch noch besser werden müssen. Ganz wichtig aber auch, und das greift auch noch eine Frage aus, die aus der Zuhörerschaft kam. Ich glaube gerade auch mit dem, was Clara vorhin sagte, dass die Rechten das irgendwie gut können und viel besser werden und auch so wirklich in der Fläche, jetzt auch hier in Deutschland, ne, dass wir wirklich an den hinterletzten Fitzel dieses Landes kommen, mit den eigentlich Analysen, die wir haben und sie dort an die Menschen herantragen, warum es irgendwie cool ist, internationalistisch unterwegs zu sein, warum es cool ist, Feministin zu sein, warum es ganz logisch ist, dass ich, wenn ich keinen Bock auf die da oben habe, dass ich dann nicht irgendwie gegen meinen Nachbarn schieße, weil der Mensch woanders herkommt, sondern dass ich dann gegen die da oben schieße und so weiter, also schieße im verbalen Sinne, das war ganz klar jetzt hier festgehalten, sozusagen, dass das total wichtig ist für uns und da müssen wir auf alle Fälle besser werden. Clara, du hast dich gemeldet. Ja, also es sind zwar alles mega wichtige Punkte, ich glaube, ein Punkt, der
auch immer wieder vergessen wird, ist, dass das, also ich finde, die Rosa-Luxemburg-Stiftung macht eine gute Arbeit, keine Frage, aber die Bildung, also die Bildungsangebote sind halt Angebote, die in den Raum häufig geworfen werden, habe ich das Gefühl. Ich will jetzt gar nicht euch per se kritisieren, es ist nur, weil du gerade da bist und weil wir gerade darüber reden und so. Ich glaube, von vielen ganz linken Organisationen werden ganz viele tolle Bildungskonzepte ausgearbeitet und in den Raum geworfen und dann müssen die Menschen selber kommen und sie sich abholen. Und wenn man an den Punkt kommt, wo man sagt, ich schaue jetzt mal, was die Rosa-Luxemburg-Stiftung dazu sagt, dann ist man eigentlich schon an einem Punkt, wo man sich schon mit dem Thema sehr viel beschäftigt hat. Und wohingegen rechte Themen viel, viel eher irgendwie einfach überall mit reingestreut werden. Also ich sage jetzt nicht, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung der Lifestyle-Blog werden soll, mit ein bisschen Klima und irgendwie soziale Gerechtigkeit eingesprenkelt. Aber man hat ja gesehen, dass eine bestimmte Offenheit, eine bestimmte irgendwie Persönlichkeit total viel bewirken kann. Also wie gesagt, ich sage nicht, dass wir irgendwie rechte Strukturen imitieren sollen, auf keinen Fall. Ich finde, die machen irgendwie furchtbar teilweise. Und aber wenn man sich einfach nur den Erfolg anschaut, den diese Videos häufig im Netz haben, dann ist es krass. Beängstigend natürlich auch, aber auch irgendwie krass. Und was man sieht, ist, dass sie viel Inhalte mit Persönlichem kombinieren. Also ich habe mir mal so ein schreckliches Video irgendwie angeschaut, wo irgendwie Rechte auf dem Mittelalterfest gehen, dann dort Wurst essen und während sie irgendwie die Wurst bewerten, reden sie darüber, wie irgendwie Deutschland doch irgendwie das geilste Fleisch hat und dass wir doch alle irgendwie die geilsten sind und so. Und das war, fand ich total komisch, haben sich aber mega viele Menschen reingezogen. Und ich glaube, der Grund ist, dass die mit Inhalten kommen, die Menschen sowieso schon schauen und dann halt in gewisser Weise ihre Message mittransportieren. Und ich glaube, dass es Menschen mehr mitnimmt, wenn man Persönlichkeit, wenn man Gesichter, wenn man Alltagsleben irgendwie mit zeigt, anstatt nur Bildungsangebote zu geben und zu sagen, hier nehmt's euch, weil dann finden viel weniger Menschen die Seite, viel weniger Menschen interessiert es, viele Menschen werden dann abgestreckt, wie gesagt, von 30 Seiten Broschüren und sowas. Und es ist auch alles total lobenswert, dass man irgendwie sagt, man hat hier eine reine Plattform für Bildung und Inhalt. Aber man muss die Menschen erstmal an den Punkt finden, dass sie diese Plattform finden und sagen, sie lesen es sich durch. Und ich glaube, dass da ganz viel, ich nenne es immer so Klima-Influencen oder sowas, dass da ganz viel sowas irgendwie eine Rolle spielt, dass wir auch irgendwie wirklich präsent im Netz sind und nicht nur mit Fakten, sondern irgendwie auch mit Persönlichkeit und irgendwie Transparenz und Privatem, dass es Menschen irgendwie leider auch interessiert. Dass wir da irgendwie schauen müssen, wie wir zu den Menschen kommen und nicht nur Bildungsangebote irgendwie bereitstellen. Und ich sage jetzt nicht, dass irgendwie die Methoden, die viele von Fridays for Future nutzen, irgendwie die richtigen wären oder sowas. Ich habe gemerkt, dass ganz viele, die bei uns mitmachen, halt irgendwie so ein bisschen das einfach in ihre natürliche Social-Media-Arbeit mit einbauen. Also sie sind dann plötzlich kein FFF-Info-Kanal, sondern es ist halt einfach ein Instagram-Account, da postet jemand irgendwie ein Bild von irgendwie einer Party und dann irgendwie ein Bild von einer Demo und es ist irgendwie eine Story, wie er irgendwie mit den Freunden Geburtstag feiert und dann irgendwie eingebaut eine Story über, warum die Abwrackprämie kacke ist. Und klar, das kann eine professionelle NGO oder Organisation nicht bieten, aber ich glaube, wir müssen viel mehr an diesen Punkt kommen, wo wir irgendwie Themen, die für alle sowieso schon relevant sind oder Themen, die sich ganz, ganz viele Menschen im Netz sowieso schon irgendwie reinziehen, mit sozial relevanten Themen verbinden, weil wir holen die Menschen leider, so gern ich es haben würde, nicht komplett damit ab, indem wir Bildungsangebote auch nur bereitstellen und sagen, hier nehmt sie euch. Da stimme ich dir definitiv zu. Und wenn ich dich richtig verstehe, spielst du darauf an, dass wir, und ich glaube, das ist jetzt nicht nur die Rosa-Luxemburg-Stiftung, sondern allgemein als Linke wahrscheinlich auch so auf der emotionalen Ebene, auf der Menschlichkeitsebene, in den Messages, die wir so kommunizieren wollen, irgendwie nahbarer werden müssen. Weg aus diesem Verkopften, was natürlich daher ruht, dass wir alle immer das hehre Ziel haben, die perfekte Analyse der Kapitalismuskritik zu servieren. Aber dass wir das irgendwie nahbarer gestalten müssen. Für die Bildungsarbeit ist das ein unglaublich wichtiger Auftrag, aber wahrscheinlich auch für die Politik. Clara? Ja, es tut mir leid, dass ich nochmal was sage. Ich kann halt nur aus eigenen Erfahrungen reden. Ich habe gemerkt, dass mir relativ viele Menschen folgen, die im CDU-Spektrum oder konservativer noch sind. Und dass einfach wirklich ein Eingehen auf die Menschen, auf ihre Sorgen, auf ihre Probleme,
zu einem echten Meinungswechsel führen kann. Also mir schreiben wirklich wöchentlich viele Menschen, die sagen, hey, irgendwie cool, dass du dir Zeit nimmst, cool, dass du das Video gemacht hast. Irgendwie, ich habe jetzt verstanden, worum es bei der Klimakrise wirklich geht. Ich irgendwie war davor immer irgendwie echt sexistisch und dachte irgendwie, Klimaschutz ist was für Schnösel und jetzt habe ich es verstanden. Und es sind wirklich Menschen, die sagen von sich selber, sie irgendwie sind mega konservativ und wählen CDU oder manchmal sogar noch konservativere rechtere Parteien. Gerade das finde ich eigentlich mega inspirierend, wenn wir mit irgendwie simpleren Konzepten auf die Leute zugehen. Wenn ich dann auf diese Menschen zugehe und irgendwie anfange von irgendwie den krassesten feministischen Konzepten zu reden und von irgendwie, dann kommen die nicht mit, sondern ich fange immer ganz, ganz einfach an und baue dann darauf auf, weil wenn wir immer an dem Punkt anfangen, wo wir sind, wo wir mental und irgendwie auch von Informationen her sind, wenn wir da anfangen, nehmen wir die Menschen einfach nicht mit, weil die wenigsten Menschen haben diesen Grad an Interesse an den Themen und irgendwie das Vorwissen. Und wenn wir dieses Vorwissen und dieses Interesse irgendwie nicht als gegeben darstellen und irgendwie davon ausgehen, dann glaube ich, können wir viel, viel mehr Menschen mitnehmen. Und also ein bisschen eine Frage an euch beide, und das kam halt auch aus dem Publikum. Die Menschen da mitnehmen, wo sie betroffen sind, könnten wir ja auch runterbrechen jetzt auf die Auswirkungen zum Beispiel der Klimakrise, wirklich mal auch detaillierter mit den Leuten ins Gespräch zu gehen. Hey, du wohnst im Stadtzentrum, dich wird die Klimakrise, weiß nicht, in Berlin, ne? Also es gibt da ja auch schon Hochrechnungen, wie heiß und trocken es in Berlin werden wird und in unserem Umland. Dich wird es so und so betreffen. Hey, du bist hier irgendwie in dem landwirtschaftlichen Nutzbetrieb beschäftigt. Übrigens, in so und so vielen Jahren, wenn die Klimakrise so weiterzieht, wirst du gar keinen Job mehr haben und deswegen betrifft es dich. Meint ihr, dass das auch ein guter Zugang wäre? Clara nickt, Gösta nickt. Wollt ihr dazu noch irgendwas sagen? Ich weiß, das war nur eine Ja-Nein-Frage, da kann man einfach nicken, aber... Finde ich gut. Man muss das Thema zu den Menschen bringen. Menschen sind, wir sind einfach prinzipiell, ich würde es nicht egoistische Wesen nennen, aber wir sind einfach prinzipiell erstmal mit unserem eigenen Leben beschäftigt. Das ist auch gar kein Vorwurf. Alle Menschen haben ein unglaublich stressiges Leben voller Kinder und Job und Privatleben. Und dass wir da Menschen mit sehr abstrakten Konzepten abholen, ist unwahrscheinlich. Wir müssen dieses Thema irgendwie zu ihnen bringen und ihnen zeigen, dass sie ganz direkt betroffen sind, damit Menschen sich anfangen, für das Thema zu interessieren. Das ist vielleicht schade, aber es ist nun mal einfach ein Fakt, den wir akzeptieren müssen. Und da müssen wir Menschen abholen. Und wenn es das hilft, dann ja, klar. Gösta, willst du dazu auch noch was sagen? Weil du bist ja durchaus wirklich auch sehr umtriebig, zum Beispiel in den sozialen Medien. Und ich glaube, genau das ist ja auch deine Zielstellung. Was machst du da und funktioniert es? Teilweise funktioniert das. Ich würde es mir manchmal mehr wünschen. Das hat auch ein bisschen mit der Bubble zu tun. Ich fand ja Blasenfutter, fand ich ja echt ganz cool. Das Wort noch nie gehört. Dass man dann teilweise das bestätigt. Und es sind immer nur wenige Sachen, die dann wirklich da aus dieser Bubble rauskommen. Wenn was richtig gut läuft, richtig provoziert vielleicht auch. Und dann kommt man auch aus dieser Bubble raus, viel stärker vielleicht durch solche Debatten. Also neulich hatten wir auch ein Gespräch bei Fridays for Future, da kommt man natürlich auch in unterschiedliche Sphären rein mit seinen Argumenten. Aber ich glaube, das Zentrale ist, die Leute dort abholen, wo sie stehen. Da verstehen manche Leute, dass man dann selbst aus dem Bus aussteigt und meint, man müsste sich auf ein angenommenes Niveau irgendwie herabbegeben. Das ist genau das Falsche. So, man muss die Menschen in ihren Positionen ernst nehmen und dann versuchen, sie auch zu mehr Erkenntnis dann auch zu bringen durch die gemeinsame Debatte. Da kann das übrigens auch in Diskussionen, das mir auch schon häufig passiert, auch dazu führen, dass man sagt, oh shit, diesen Aspekt habe ich überhaupt vorher noch nicht bedacht. Und ich begreife meinen Job so, dass ich in jeder einzelnen Veranstaltung, in jedem Chat, wo ich unterwegs bin oder wo auch immer auch dazu lerne, in jedem Gespräch irgendwie mit einer Bewegung, mit einer Initiative, mit einem Umweltverband oder so, ich lerne verdammt viel. Also so viel, wie ich jetzt im Bundestag jetzt in diesen
dieser Zeit auch der Klimabewegung und des Klimaaktivismus gelernt habe ich selten vorher über ein Thema gelernt. Und deswegen braucht es auch unsere Offenheit und unsere Position auch selbst weiterzuentwickeln und immer wieder aufs Neue zu hinterfragen. Ich finde das total spannend, was ihr da sagt. Es gab jetzt aber noch so ein bisschen eine kritische Anmerkung aus dem Publikum. Ich glaube, die zielte auch so ein bisschen darauf ab, als ich sagte, die Leute da abholen, wo sie sozusagen die Probleme haben. Das ist ja oft so ein Problem, was wir in der ganzen Klimakommunikation haben, dass es zu viel Angst macht und die Leute dann irgendwie in so eine Schockstarre geraten. Was würdet ihr, und das geht jetzt, glaube ich, auch langsam gen 90 Minuten, aber was wären jetzt nochmal so Messages, die irgendwie so ein bisschen hoffnungsvoller sind, warum es sich lohnt, entweder jetzt mit den Fridays for Future oder auch mit anderen auf die Straße zu gehen, im Netz mitzumachen, beziehungsweise sich auch in der Linkspartei zu organisieren, zu engagieren für Klimagerechtigkeit. An alle, die hier zuhören, im Chat seht ihr auch einen kleinen Werbeblock für die Bundesarbeitsgemeinschaft Klimagerechtigkeit, die sich in der Linkspartei gegründet hat, um eben die Debatte hier voranzutreiben. Und die Idee ist es natürlich, dieses Thema nicht als so ein Griesgram-Thema zu platzieren, sondern als eins, was Lust macht und was irgendwie auch die Chance bietet, was zu verändern. Clara? Ich würde jetzt einfach an der Corona-Krise ansetzen, denn aus dieser unglaublichen Krise bildet sich die Chance für uns, wirklich einen Transformationsprozess, einen Wandel für eine solidarische, klimagerechte, faire Gesellschaft zu gestalten. Momentan wird über ganz, ganz viele finanzielle Mittel diskutiert. Und wir haben die Chance, mitzugestalten, wohin diese Mittel fließen. Wir haben die Chance, Weichen für die nächsten Jahrzehnte zu stellen. Und gerade aus dieser Krise können wir wirklich was Neues schaffen, was Klimagerechtes schaffen. Und dafür brauchen wir jetzt wirklich alle Menschen, weil im Endeffekt gehen wir mit dem, was die Bundesregierung da gerade macht, ja, wir gehen so ein bisschen vor die Hunde, aber jeder hat die Chance, das ein kleines Stückchen zu verhindern, ein kleines Stückchen abzuschwächen, das Leben, das wir in 10, 20 Jahren haben, ein bisschen besser zu machen und dadurch auch das unmittelbare Leben einfach ein Tickchen zu verbessern, weil man sich neben dem großen Ziel der Klimakrise einfach plötzlich in einer unglaublich solidarischen, freundlichen Community wiederfindet, die für Klimagerechtigkeit kämpft, dass man sich selber empowert, dass man viel dazulernt und die Chancen, die wir in unserem System irgendwie haben, anfängt zu erkennen, und zu sehen, an welchen Schrauben gedreht werden kann und muss, damit wir was verändern können. Und diese Chancen bieten sich uns jetzt. Diese ganzen Hebelchen wurden durch die Corona-Krise, so schlimm diese Krise ist, möglicherweise für uns freigelegt, da jetzt was zu schalten. Und das müssen wir machen, das müssen wir alle in Angriff nehmen, weil jetzt bietet sich eine Chance, die wir möglich in den nächsten 10 Jahren nicht mehr haben. Gösta, sehr cool, Clara. Ich glaube, das ist schon nicht nur durch die Corona-Krise schon viel früher losgegangen. Ich glaube, die neoliberale Ansage war immer, es gibt keine Alternative zum bestehenden System. Und die zweite Ansage war, wir sind alle Einzelwesen und es gibt nicht sowas wie Gesellschaft. Und genau das ist durch die unterschiedlichen Bewegungen, durch die Klimabewegung, durch die solidarische Bewegung der Seebrücke, durch antirassistische Bewegung, Black Lives Matter sehen wir auch. Das ist auch ein Element der Selbstermächtigung, was wir gerade sehr stark erleben auf den Straßen, wo sich ja auch Fridays for Future sehr, sehr fantastisch und solidarisch da positioniert hat. Die Pflegestreikbewegung, also Stichwort systemrelevant und so weiter und so fort. All diese Bewegungen gegen dass es so bleibt und so schlecht bleibt, wie es ist, waren Bewegungen und sind Bewegungen der Selbstermächtigung. Und deswegen, ich lade alle, die hier zuhören, einfach ein, wenn ihr noch nicht auf den Klimastreik von Fridays for Future wart, geht dorthin.
wenn ihr noch nicht am zivilen Ungehorsam von Ende Gelände teilgenommen habt, geht zur Aktion von Ende Gelände. Schaut euch an, wie so ein friedlicher ziviler Ungehorsam ablaufen kann. Wir geben da auch gerne Hilfestellung. Ende Gelände ist zum Beispiel ist eine ganz tolle Organisation, die für mich immer wieder auch sowas wie Kraftfutter sozusagen ist, um wirklich im politischen Alltag klarzukommen. Oder am Sonntag gibt es das Band der Solidarität in Hamburg, in Leipzig, in Berlin, der Bewegung unteilbar. Die sagen, soziale Rechte und Menschenrechte sind eben unteilbar. Auch das eine ganz spannende Bewegung. Das heißt, geht raus, sucht den Kontakt, bildet Banden, organisiert euch in Bewegungen und kommt in die Aktion Machtdruck. Ist es möglich, diese Gesellschaft zu verändern? Und dann braucht man, wie Merkel, nicht immer darüber zu reden, welche Lasten denn die oder der Klimaschutz hat, sondern man kann darüber reden, wie Klimagerechtigkeit eine Gesellschaft verändern würde, wie sie unseren Verkehr, unser Gesundheitssystem, unsere Ernährung besser machen würde, lebenswerter machen würde. Das heißt, wir müssen viel, viel positiver auch darüber reden und die positiven Beispiele auch nennen, denn wir haben auch positive Beispiele, wo Menschen etwas in Bewegung setzen. Bei uns in Nordfriesland, um das dann abzuschließen, beispielsweise in Schleswig-Holstein, seit 1990 gibt es Bürgerinnenenergie. Da haben Menschen nicht auf eine Regierung gewartet, sondern haben das in die Hand genommen und haben gesagt, wir produzieren mit Windkraft, mit Solarenergie unsere eigene Energiewende. Und das gibt es heute noch, die sind heute noch aktiv. Und all das muss man benennen, diese Inseln der Veränderung. Und das muss man zum großen Ganzen zusammensetzen und zeigen, wie es ganz anders sein kann und wie wir das ganz anders machen können gemeinsam. Das finde ich total gut, dass du das auch nochmal so benannt hast, beziehungsweise ihr beide, ihr habt richtig Lust gemacht darauf, solidarisch mit anderen Bewegungen auf die Straße zu gehen. Die nächste konkrete Gelegenheit ist am Sonntag. Letzte Woche die Soli mit Black Lives Matter. Es wird noch viel kommen dieses Jahr. Ich glaube, gerade beim Kampf gegen Rassismus und Faschismus wird es enger. Und es wird aber umso wichtiger, dass wir da solidarisch beieinander stehen und einander unterstützen. Wenn ihr Fragen habt, wie ihr mitmachen wollt bei Fridays for Future, wendet euch an Clara, Instagram, Twitter. Wenn ihr über Ende Gelände mitmachen könnt, Göster, beziehungsweise gibt es da bestimmt auch noch andere. Na, dich zum Beispiel auch. Du kannst ja sicher auch weitervermitteln. Ich kann auch weitervermitteln in die BAG Klimagerechtigkeit. Das habe ich schon mal gesagt, das wiederhole ich gerne nochmal. Und ich will auch noch einen kleinen Werbeblock einbinden, weil das haben wir nämlich zum Beispiel in der Bildungsarbeit der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch festgestellt. Wir haben letztes Jahr, ich habe sie gerade leider nicht parat, weil sie irgendwie vergriffen ist, eine Karte produziert, auf der einen Seite sozusagen We Will Burn, also wir werden brennen, dargelegt wird, was ist, wenn die Klimakrise so weiter voranschreitet, wie sie aktuell angekündigt ist, mit den 3 Grad oder mehr Grad Erwärmung, beziehungsweise all die vielen Kämpfe, und wir haben bei weitem nicht alle abgedeckt, die es gibt, aber wir haben emblematisch oder exemplarisch beispielhafte Kämpfe uns rausgesucht, die Hoffnung machen, die es Sinn macht, sich anzuschauen, mit den Leuten dort in Kontakt zu treten, voneinander zu lernen, um eben auch We will rise, wir werden aufsteigen, wir werden uns wehren, sozusagen Hoffnung zu machen. Ich glaube, das ist wirklich ein total wichtiges Format, den Leuten, uns allen Beispiele an die Hand zu geben, sei es in einem ostfriesischen Dorf, sei es auf einer indonesischen Insel oder an der nordafrikanischen Küste, dass es überall kleine hoffnungsvolle Momente gibt. Und wenn wir die alle zu einer großen Erzählung basteln und dann auch noch vielleicht in ein großes globales Handeln verwandeln, dann könnten wir es schaffen. Ich bedanke mich bei euch. Die Zeit ist langsam
Die Karte ist noch nicht vergriffen, hat mir mein Kollege gerade getextet und ihr findet im Chat auch den Link. Wir arbeiten aber dieses Jahr voraussichtlich an einer Neuauflage, also den Werbeblock noch mal kurz erweitert. Genau, wir nähern uns dem Ende, beziehungsweise sind wir schon kurz darüber. Und ich habe weitestgehend, glaube ich, die Fragen aus dem Publikum auch aufgegriffen. Falls ich es nicht geschafft habe, alle Fragen aufzugreifen, dann entschuldige ich mich. Ich habe mir aber Mühe gegeben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir, Clara, und mit dir, Gösta, darüber zu diskutieren. Ich hoffe, wir können uns bald auch mal in Real Life treffen und weiter miteinander ausklamüsern, wie wir besser werden können, als zum Beispiel in unseren Bildungsangeboten. Möchte aber auch noch darauf hinweisen, dass dieses super coole Programm der Frühlingsakademie noch 2 Wochen weiterläuft, online basiert. Den Link findet ihr hier auch im Chat. Es lohnt sich total, da reinzuschauen. Ansonsten folgt uns auf allen möglichen sozialen Medienkanälen. Da können wir auch in Kontakt bleiben. So viel von mir. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank an euch auch auf YouTube, Facebook und im Zoom, dass ihr zugeschaut habt. Habt noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und Sonntag #unteilbar. Ciao, ciao. Tschüss.